Könnt ihr mir schnell die Ports verraten? Nein. Du drei, ja. Ja, ich, es ist einfach euch zu fragen. Konzentriert euch jetzt auf euer Set. Ja, ist okay. Stimmt, okay. War das Handbomber? 1-0. Ich habe halt nicht hingeguckt, weil ich die Charaktere noch mache. Was ist denn schief? Wir haben ziemlich knapp gespielt im Winners Set. 2-1 war es. Na, Kahn, wie steht das hier? 0-0, hat neu angefangen. Ich kommentiere auch nicht richtig, für immer so Selbstgespräche. Naja, klar, musst du ja auch machen, wenn du alleine bist da, ne? Wenn du allein da draußen bist. Ja, meinst du, Tafsi kann sich jetzt den Sieg holen, den er sich im Winners fast verdient hätte? Vielleicht, aber ich weiß es nicht, Susanne. Ich möchte jetzt scheinbar Try haben. Hat er gesagt? Ja, aber das ist so, das nehme ich ihm nicht. Also, du wirst so nur diskreditieren, dass du scheiße gespielt hast. Oder dass die anderen halt gegen dich gewonnen haben, weil sie besser gespielt haben. Ich glaube, du interpretierst ein bisschen zu viel rein. Ich glaube, wenn Dusan sowas sagt, dann meint er, er hat bis jetzt nicht richtig darüber nachgedacht, aber im Prinzip könnte er besser spielen als das, was er bisher gezeigt hat. So, und dann möchte er das jetzt ab. Oh ja, ich glaube, das ist egal. Ja. Das, ich glaube, es ist mehr das. Es ist, weniger, dass er sagen möchte, dass die anderen, also dass die anderen das nicht verdient hätten. So. Wobei in unserem Set auf jeden Fall ich das nicht verdient habe, das steht fest. Wie, du gegen Dusan? Ja, ja, das war so janky. Ich habe ihn nur mit Janky-Scheiße bekommen, die ganze Zeit. Also ich denke auch, aber keine Ahnung. Das haben halt Sachen funktioniert, die gegen Dusan nie klappen. Ich habe dann gedacht, ja, okay, dann machst du das halt weiter. Gibt's aber auch. Ja, ja, aber das, also, das würde jetzt im Losers Final auf jeden Fall anders aussehen. Da würde mich wahrscheinlich schön 3-0 und dann ist gut so, weißt du? So würde ich. Ich gehe immer so rein und es klappt erstaunlich schlecht. Ja, deswegen. Vielleicht sollst du mal ein bisschen umdenken. Ja. Nee, gegen Dusan fühlt sich das halt auch noch schön. Aber Dusan hat seinen Sprung aufgehoben. Ja, genau. Ja, gegen Dusan klappt das auch ganz gut so zu tryharden, aber gegen dich jetzt zum Beispiel habe ich. Wir sind im ersten Match alle Ideen ausgegangen schon. Weißt du, was ich meine? So, dass ich dachte, naja, okay, dann
spielst du jetzt einfach das runter, so, damit du jetzt nicht den Controller anplugst, bevor das Set vorbei ist. Aber so im Prinzip habe ich die ganze Zeit gedacht, so, naja, was mache ich hier eigentlich? Es ist schwer zu beschreiben, diese Sache mit dem Tryharde ich jetzt oder nicht. Nee, also jetzt ist zum Beispiel immer so, wenn ich reingehe in ein Set, denke ich, okay, es kann halt alles passieren. Aber ich weiß, was ich tun muss, damit ich gewinnen kann, Und ich werde das jetzt einfach machen. Und wenn es nicht klappt, dann ist auch okay. Solche Tage hat man halt auch. Ich weiß halt nicht, was ich tun muss, um zu gewinnen. So. Ich gucke immer so von. Ja. Ich habe keinen Gameplan. Ich bin so im Match. Ja, ich gucke immer von Situation zu Situation. Das habe ich auch gemerkt. Kein so. Was lustig war, du hast die Edgeguards verbunden. Also ja, auf einmal. Ne? Ja, stimmt. Ja. Also siehst du, es ist nicht mal so eine Art Fluch oder so. Es ja, geht. Natürlich. Ja. Ich weiß auch, dass das nicht, also weißt du, so tief in meinem Herzen weiß ich, dass das Quatsch ist, wenn ich sowas sage. Du hast ja nie gesagt, dass es nicht geht, aber dass du es nicht kannst. Ja, genau. Es ist wirklich so. Vielleicht solltest du tatsächlich mal mit Fox Armada-Schein üben. Einfach üben, ne? Ja. Und dann machst du halt statt Armada-Schein, das Timing ist halt gleich, machst du einfach mehr, da gibt es dann kein Feuer. Da hast du dieses Sandwich mit Feuer, kein Feuer, Feuer. Ja. 20 Frames Feuer und ich glaube ein paar Frames kein Feuer und danach wieder 10 Frames Feuer. Mhm. Und diese mitten juicigen. Sind es 20 Frames am Anfang, ja? Ich glaube schon, ja. Das kann man ja eigentlich relativ gut abpassen. So. Vielleicht muss ich mir das irgendwie. Genau. Tatsächlich, ich glaube, Armada scheint zu üben, würde dir vielleicht was bringen, um halt diese Nerven zu treffen. Ja. Aber das Problem ist jetzt nicht, dass halt so richtig gute Foxes würden jetzt einfach darauf reagieren, wann du springst und dann ihr Upbeat-Timing so ändern. Ja, natürlich. Und dann, das macht es halt schwerer, aber da musst du halt Konter reagieren, denke ich. Es ist super schwer, so, na klar, das weiß ich auch, aber es ist nicht unmöglich. Und es ist auch nicht so, nur Armada kann das. Auf jeden Fall. Ich glaube, hatte gerade ein richtig krasses Set, glaube ich, gegen Rivka. Es war Last, also Game 5 Last. Genau. Rivka meinte, er gönnt ihm richtig. Ja, Rivka ist richtig Sport. Also. Er meinte, normalerweise gönnt das Tapsen gar nicht. Weil was für eine Scheiße ist das? Ja. Aber in dem Fall hat er gesagt, er gönnt ihm richtig, weil er halt so alles so richtig gemacht hat, die ganzen Setups haben funktioniert und so. So, wir haben dieselbe Situation wie im ersten Match. Das machen unsere neuen Köpfe. Ich finde, das sind halt immer noch neue Köpfe. Ich spiele auch erst seit 2 Jahren. Dass sie jetzt respektabel spielt. Ja, voll. Ich gehe so nie in ein Set rein. Also, ich gehe so grundsätzlich, obwohl ja jetzt bei ganz Newcomern nicht so, egal. Aber weil, so, es gibt Spieler, bei denen ich halt sage, okay, du kannst halt verlieren. Das ist halt nicht mal so 10% Chance, sondern 20-30, wenn du halt scheiße. Das ist der Vorscore. Ja. In Game 1. Er steht 2-0. Ja. In Game 1 war die Situation sehr ähnlich. Nee, die Taste ist das. Das ist so komisch, das obere. Ja, das ist so absurd. Im ersten Match hatten wir dieselbe Situation, dass Usan 4 Stocks vorne war und Tafsi noch einen hatte. Und dann ist er nur noch Last Stock gekommen, weil Tafsi im Neutral einfach normal gespielt hat und Usan 3 SDs gemacht hat. Im zweiten Match hat Usan keinen von diesen SDs gemacht und hat nur Force. Auch eine ganz andere Geschichte, als wir im Winners Quarter war das, glaube ich, hatten. Da haben die halt super even gespielt. Da hat Tafsi im Neutral halt immer wieder Chancen rausgearbeitet und hat die halt so erstaunlich gut Punishes verarbeitet. Und Dusans Punishes waren halt überhaupt nicht mein Freund. Jetzt aber sind Dusans Punishes völlig verrückt auf einmal. Ein bisschen unleashed. Ja, voll. Okay. Ja, der hat gemerkt, das ist jetzt hier, es geht hier um eine Menge Geld. Um so 3,50 oder so. Überleg mal. Ich finde das immer voll krass, dass wenn Mart runterkommt und auf der Höhe von der Stage machen sie einfach Needles. Ja. Ich denke mir immer so, boah, das ist so schlau. Das ist so gemein, aber ne? Und so gemein, ja, aber auch so schlau. Und so einfach. Ja. Wobei ich mir auch immer, so, ich denke mir bei voll vielen Sachen, so, die Fox machen kann, denke ich mir so, das ist so gemein. Das ist so gemein, dass er das darf. Jetzt, so, weißt du? Ja. Wie so ein Kind, das sich bei der Mama beschwert. Ja, warum darf er das? Und ich nicht. Wenn er so einfach, er kann dich so ein bisschen in die Lupe jagen mit so einem Scheinzweig und du so, Mann. Wenn ich aus der Lupe abernte. Ja. Das ist das Schlimmste, glaube ich. Mama, ich habe doch schon gut die Eins. Warum jetzt? Aber ich habe doch eine 1 geschrieben. Er hat doch nur eine 2 geschrieben.
Auch. Schön. Ey, ich dachte wirklich, die Kerke kommt raus. Ja, dachte ich auch von Tafsi, ne? Okay. Ich habe heute auch gegen... Habe ich heute gegen Marv gespielt? Achso, ja, ich habe vorhin als Frenties gegen Tafsi gespielt, bevor das Turnier angefangen hat. Oh, Tafsi, armer Mann. Da hatten wir auch so eine Situation, wo ich dachte, die Nair kommt raus und dann habe ich ihn trotzdem getroffen. Ich glaube, er ist da vielleicht zu vorsichtig. Ja, genau, so eingeschüchtert, zu vorsichtig mit dem Timing. Da wollte er gerade zippern, aber wollte Walk zippern. Allgemein machen. Ist das so, finde ich, dass man immer, wenn man sich. Oh, schöne Recovery hier. Oh, immer noch am Lay und das war's. Dann kommt er doof auf die Stage, den aggressiven Rejump. Nie eine gute Idee. Immer wenn man sich in so, Millisekunden-Situationen an sich selber zweifelt, dann verliert man. Egal, ja, was, man, voll, egal was man macht. Egal was man macht. Du musst dir überlegen, in diesem Bruchteil der Sekunde, was bringt es dir, dich umzuentscheiden? Der andere hat sich wahrscheinlich schon entschieden. Ja, voll, genau. Dann geht seine Option einfach durch. Ja. Und wenn beide sich noch nicht entschieden haben, dann ist halt so ultimatives Jank. Dann gibt es immer diese lieben Momente. Der Klassiker ist es, wenn man gegenüber ist und einfach shieldet. Hm. Und der Erste, der grabbt, also in den meisten Fällen ist der Erste, der grabbt, gewinnt. Deswegen kann man gar nicht nachdenken. Grab. Wenn du getroffen wirst, egal. Das war das Set. Dusan 3-0. Genau, jetzt musst du, glaube ich. Ja.